Hey, schön, dass du vorbeischaust, um dir deine kleine Auszeit zu gönnen. In unserem Alltag begegnen wir oft Herausforderungen, die uns Gefühle wie Angst, Traurigkeit oder Frustration wecken können. Manchmal halten wir diese Emotionen fest, ohne zu erkennen, welchen Einfluss sie auf unser Leben haben. Nimm dir immer wieder mal Zeit, mit diesen Gefühlen zu arbeiten und sie nicht zu verdrängen. Lerne sie anzuerkennen, zu verstehen und einen Weg zu finden, sie zu transformieren. Es bedarf Mut und die Bereitschaft, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Bevor wir beginnen, erlaube dir selbst, in diesem Moment ganz präsent zu sein. Ganz hier, in diesem Augenblick anzukommen. Dies ist deine Zeit, ein Geschenk an dich selbst. Finde eine bequeme Position, in der du dich entspannen kannst. Schalte alle Störquellen ab und dann schließe, wenn du magst, sanft deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Atem. Spüre, wie die Luft einströmt und beobachte, wie sie durch den Körper wandert, bevor sie wieder entweicht. Nimm einen tiefen, bewussten Atemzug und lass ihn langsam wieder los. Mit jedem Atemzug erlaubst du dir, tiefer in einen Zustand der Ruhe einzutauchen. Mit jedem Einatmen strömt Lebensenergie in dich ein. Mit jedem Ausatmen lass alles los. Ein- und ausatmen wie eine sanfte Welle, die sich hin und her bewegt.
Vielleicht plappert dein Geist noch, wandert gedanklich hin und her. Das ist völlig in Ordnung. Halte nicht an Gedanken fest, lass sie alle ziehen. Wenn du bemerkst, dass dein Geist sich in diesen Gedanken festhält, bring deine Aufmerksamkeit sanft, aber bestimmt zurück zu deinem Atem. Achte auf die Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Ein stiller Moment der Leere. In diesem stillen Moment liegt eine tiefe Ruhe. Erkenn diesen Moment an. Dein Atem wird tiefer und gleichmäßiger. Dein Körper und Geist sinken immer weiter in einen Zustand tiefer Entspannung. Bring deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Körper. Fühle in deinen Körper hinein. Leg eine Hand vielleicht auf deinen Bauch und eine auf dein Herz, so wie du es momentan für richtig empfindest. Spüre in jeden Winkel deines Körpers. Negative Emotionen, die setzen sich immer in bestimmte Teile unseres Körpers fest. Gibt es Bereiche in deinem Körper, die vielleicht angespannt oder schwer erscheinen? Vielleicht spürst du ein Ziehen in der Brust, ein Gewicht im Bauch oder eine Enge in der Kehle? Erlaub dir, diese Empfindung wahrzunehmen. Nicht bewerten, nur beobachten. Jetzt. Versuche nun, eine Haltung der Neugier und des Mitgefühls in dir aufsteigen zu lassen. Lade dazu jede Emotion ein, die sich zeigen möchte. Thank you.
Vielleicht ist es Angst, die sich wie ein flatternder Schmetterling anfühlt. Vielleicht ist es Traurigkeit, die wie eine schwere Welle über dich kommt. Vielleicht ist es aber auch Wut, die wie ein heißes, pulsierendes Feuer erscheint. Es ist alles in Ordnung, so wie es jetzt in dem Moment ist. Was auch immer sich zeigt, lass alles zu. Diese Emotionen sind ein Teil von dir, aber sie definieren nicht dein ganzes Sein. Während du diese Gefühle wahrnimmst, versuche sie zu benennen. In dem Moment, wo du diese Gefühle benennst, schaffst du Distanz zwischen dir und der Emotion. Du bist nur Beobachter, nicht das Gefühl selbst. Stell dir deine Emotion nun als eine Gestalt oder Form vor. Vielleicht erscheint die Angst als kleines zitterndes Wesen, die Traurigkeit als eine sanfte blaue Gestalt oder die Wut als eine feurige Figur. Tauche immer tiefer in diese Emotion ein, ohne dich von ihr überwältigen zu lassen. Was möchtest du dieser Emotion sagen? Gibt es vielleicht eine Botschaft, die sie für dich hat? Was brauchst du von ihr? Es gibt kein richtig, kein falsch. Jede Emotion, ein Zeichen deiner Menschlichkeit, Teil deiner Erfahrung. Hör aufmerksam zu. Vielleicht kommen die Antworten in Worten, Gefühlen oder Bildern. Sei offen für alles, was auftaucht. Jede Emotion, ein Ausdruck von Bedürfnissen und Wünschen.
Gib nun deiner Emotion eine Botschaft zurück. Denn du bist bereit zuzuhören und zu lernen. Und jetzt ist es Zeit, loszulassen und dich für das Neue zu öffnen. Löse die Fesseln, die dich zurückhalten. Stell dir vor, wie du mit jedem Atemzug ein Stück negativer Emotionen freigibst. Visualisiere, wie die Emotionen von Blättern im Wind davongetragen werden. Weit weg, weg von dir. Du fühlst dich leichter, freier, erneuert. Und nun atme Licht, Frieden und Freude ein. Diese Energie strömt in jede Zelle deines Körpers, erfüllt dich mit Wärme und Helligkeit. Du bist umgeben von einer Atmosphäre der Erneuerung, die dich nährt und stärkt. Mit jedem weiteren Atemzug vertieft sich das Gefühl der Erneuerung. Fühle in deinen Bauchraum, fühle in deinen Herzraum. Spüre die Positivität, die Hoffnung und die innere Stärke. Thank you.
Du erlaubst dir, offen zu sein für die unendlichen Möglichkeiten, die vor dir liegen. Nimm dir noch einen Moment Zeit, den Moment der Ruhe und Erholung. Erkenn deine Stärke, erkenn deinen Mut. Bring deine Hände vor dein Herz in eine Geste der Dankbarkeit. Dankbarkeit für dich selbst, für deine Bereitschaft zu wachsen. Dankbarkeit für das Universum, das dich unterstützt und leitet. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge mit einem Gefühl der Vollendung und des Friedens. Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen, bewege sanft deinen Körper und dann komme ganz im Hier und Jetzt an. Trage dieses Gefühl der Erneuerung und des Friedens mit dir, während du in deinen Tag oder deine Nacht zurückkehrst, bereit, die Welt mit neuer Energie und einem offenen Herzen zu begegnen. Genieß es. Thank you.